letztendlich geht. Es ist der Tag, weswegen Allah die Gesandten entsandt hat. Es ist der Tag der Versammlung, der Tag der Auferstehung. Es ist ein Tag, der zahlreiche Eigenschaften, zahlreiche Namen besitzt. Es ist der Tag, an dem manche Gesichter weiß sein werden, nur Allah unsere Gesichter weiß werden lassen. Es ist der Tag, an dem manche Gesichter schwarz werden. Es ist der Tag, an dem die meisten Menschen Reue zeigen werden. Es ist der Tag, an dem die Erde zu einer anderen Erde umgewandelt wird. Und es ist der Tag, an dem jede Seele das vorfinden wird an Gutem, was sie getan hat. Und alles, was sie an Schlechtem getan hat, wird sich wünschen, dass zwischen ihr und dieser schlechten Tag ein weiter entfernt wird. Es ist der Tag, an dem ihr eurem Herrn vorgeführt werden werdet und nichts von euch verborgen bleiben wird. Und zu alledem kommt noch hinzu, dass es ein Tag ist, der länger dauert als alle anderen Tage zuvor. Er wird 50.000 Jahre lang andauern. Das ist der Tag, liebe Geschwister, der so zahlreich überliefert worden ist im Koran und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, mit all seinen grauenvollen Geschehnissen. Imam Bukhari überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Menschen werden am Tag der Auferstehung schweißgebadet dastehen, sodass ihr Schweiß sogar 70 Ellen in den Boden hineinragt. Und er wird so weit nach oben steigen, bis an die Stelle, an dem man einem Tier seine Zügel anlegt, und er wird sogar bis zu den Ohren reichen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet uns, er sagte, am Tag der Auferstehung wird Allah die Ersten und die Letzten auf einem einzigen Platz versammeln. Wenn der Rufer Allahs spricht, werden sie ihn alle hören. Und wenn er sie anschaut, wird er sie alle gleichzeitig sehen können. Ein Hinweis darauf, dass sich niemand an diesem Tag hinter einem Hügel oder hinter einem Berg oder hinter einer Wand oder hinter einem Baum verbergen werden könnte. Der Prophet sagt es von Allah alaihi wasallam weiterhin, die Sonne wird sich den Menschen nähern. Und sie werden so viel Kummer und Leid erleiden, dass sie es nicht mehr aushalten werden können. Und die einen werden zu den anderen sprechen und sagen, seht ihr denn nicht, in welchem Zustand wir uns befinden? Seht ihr denn nicht, was mit uns geschieht? Wollt ihr denn nicht nach jemandem suchen, der für uns Fürsprache einlegt, bei eurem Herrn? Da sagen die einen zu den anderen, lasst uns doch mal zu unserem Vater Adam sallallahu alaihi wasallam gehen. Und dann berichtet der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen langen Hadith, wie die Menschen von einem Propheten zum nächsten gehen, von einem der fest entschlossenen, gewaltigen Propheten zu einem anderen. Und sie alle wollen nichts anderes, als dass dieser Tag endlich ein Ende findet. Sie alle wollen nichts anderes, als dass sie an jenem Tag endlich diesen Tag bestehen und entweder ins Paradies gelassen werden oder sogar auf der Wahrheit führen. Hauptsache, dieser Tag hat endlich ein Ende. Bis sie letztendlich zu unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam gelangen und der dann die gewaltige Fürsprache für die Menschen einlegen wird. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, an jenem Tag wird der Rufer Allah ausrufen und sagen, jede Gemeinschaft soll dem folgen, was sie angebetet hat. Schaut euch mal die Gerechtigkeit Allah subhanahu wa ta'ala an. Jede Gemeinschaft soll dem folgen, was sie angebetet hat. Das heißt, jeder geht zu dem Gott, den er angebetet hat, und verlangt von ihm die Belohnung und versucht von ihm die Errettung zu ersuchen und soll bei ihm Zuflucht suchen. Der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, dann werden die Leute des Kreuzes, damit sind die Christen gemeint, ihrem Kreuz folgen. Und die Leute, die die Götzen angebetet haben, werden ihren Götzen folgen. Und jede Gemeinschaft, die irgendeine Gottheit anlebt, Allah angebetet hat, wird ihrem Gott folgen. Bis niemand übrig bleiben wird, außer diejenigen, die Allah angebetet haben, allein. Unter ihnen
gütige Rechtschaffener, aber unter ihnen auch verbrecherische Sünder und ein paar Überbleibsel des Volkes der Schrift. Denn ihr wisst, manche des Volkes der Schrift sind ihrem Propheten wahrhaftig gefolgt. Das heißt, zur Zeit von Musa, zur Zeit von Isa. Und als dann Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kam, haben sie ihm geglaubt. Und sie sind ihm gefolgt. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ. Ihnen wird ihre Belohnung zweifach gegeben. Warum? Weil sie an beide Propheten geglaubt haben. An ihren und an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, dann wird die Hölle ihnen präsentiert, als wäre sie eine Fata Morgana vor ihren eigenen Augen. Und es wird zu den Juden gesagt werden, wen pflegte sie anzubeten? Und sie sagen, wir pflegten Uzair, den Sohn Allahs anzubeten. Dann wird zu ihnen gesagt werden, ihr lügt. Ihr lügt, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat keinen Sohn. Also habt ihr auch niemals seinen Sohn angebetet. Was möchtet ihr denn haben? Und sie sagen, wir möchten nur etwas zu trinken haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird zu ihnen, der Rufer wird zu ihnen sagen, trinkt ruhig etwas. Und sie fallen darauf in den Fall gebracht. Und es wird zu den Christen gesagt werden, was pflegtet ihr anzubeten? Sie sagen, wir pflegten den Messias, den Sohn Allahs anzubeten. Und auch zu ihnen wird gesagt werden, ihr lügt. Ihr lügt. Allah hatte niemals eine Gefährtin. Darauf, also konnte auch niemanden zeugen und hatte auch niemals ein Kind gehabt. Was wollt ihr denn? Sie sagen, wir möchten etwas zu trinken haben und es wird zu ihnen gesagt werden, ihr bekommt etwas zu trinken und daraufhin fallen sie in den Höllenbrand. Diese Überlieferung befindet sich in Sahih al-Bukhari. An jenem Tag sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, es gibt niemanden von euch, mit dem sein Herr nicht sprechen wird. Es gibt niemanden von euch, mit dem sein Herr nicht sprechen wird, ohne dass zwischen ihm und seinem Herrn jemand werde übersetzt. Du redest also direkt mit deinem Herrn, subhanahu wa ta'ala, so wie Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit Allah direkt gesprochen hat. Und dann wird man auf seine rechte Seite schauen. Man wird nur die Taten vorfinden, die man selbst begangen hat. Man wird auf seine linke Seite schauen. Man wird nur die Taten vorfinden, die man selbst begangen hat. Und dann wird man nach vorne schauen und es wird einem das Höllenfeuer begegnen. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wer also kann, soll sich vor dem Höllenfeuer in Schutz nehmen. Und selbst wenn es nur mit einer halben Dattel wäre, die er ihm jemandem zu essen gibt. Dieser Hadith bei Bukhari überliefert worden. Meine lieben Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns eine solch detaillierte Beschreibung dieses Tages gegeben, dass er dir als mitfühlender, liebevoller Prophet gesagt hat, was du machen sollst an jenem Tag, wenn du ihn antreffen möchtest. Denn letztendlich, jeder von uns erhofft sich irgendeine Fürsprache, die für ihn eingelegt werden wird. Und deswegen, die Menschen haben manche, wie Anas ibn Malik, den Propheten gefragt, sallallahu alaihi wa sallam, du sollst für mich Fürsprache einlegen. Da sagt der Professor, kein Problem, werde ich gerne machen. Dann sagt er, warum werde ich den Tag der Auferstehung vorfinden? Er sagte, wenn du mich am Tag der Auferstehung suchen möchtest, dann suche mich auf der Höllenbrücke. Er sagte Anas, und wenn ich dich dort nicht vorfinde, dann sagt er, dann suche mich bei den Waagschalen. Er sagte, wenn ich dich dort auch nicht vorfinde, dann sagt er, dann suche mich beim Trinkbecken. Denn alle diese drei Orte, an allen drei Orten werde ich auf jeden Fall vorbeigehen müssen. Und das gilt nicht nur für ihn, sallallahu alaihi wa sallam, sondern für jeden anderen Menschen ebenfalls. Meine lieben Geschwister, und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns Details beschrieben am Tag der Auferstehung, die niemand wissen kann, dem Allah subhanahu wa ta'ala nicht eingegeben hat. Die niemand wissen kann, es sei denn, Jibril alaihi salam hat ihm diese Informationen von Allah azza wa jalla direkt vermittelt. Und so sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass du am Tag der Auferstehung Menschen plötzlich sehen wirst, über die etwas ist, was so aussieht wie ein Vogelschwarm oder so aussieht wie Wolken, entweder dunkle, schwarze Regenwolken oder normale Wolken. Und das sind die Menschen, die den Koran al-Karim bewahrt haben. Und die nach dem Koran al-Karim gelebt haben, so werden nämlich Surat al-Baqarah und Surat al-Imran
sie werden sie verteidigen und sie werden sich für sie einsetzen und sie werden für sie Fürsprache einlegen, bis diejenigen Menschen, für die sie Fürsprache einlegen, ins Paradies eingehen dürfen. Oder meint ihr etwa, dass die Worte Allahs bei Allah Azza wa Jal keine Aufmerksamkeit finden werden? Meine lieben Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam berichtet uns weiterhin, du wirst am Tag der Auferstehung plötzlich Menschen hören, die sagen, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, obwohl sie, logischerweise es gibt keine Hajj, es gibt keine Umrah, diese Ibadat wird nicht mehr praktiziert, aber sie rufen diese Tanfia aus. Warum? Weil das sind Menschen, die während ihrer Hajj gestorben sind. Das sind Menschen, die während ihrer Umrah, während sie im Ihram-Zustand waren, kam der Todesengel zu ihnen, hat sie abgerufen und sie konnten diese Ibadah nicht vollenden. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass solche Menschen am Tag der Auferstehung mit diesen Worten labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik auferstehen werden und diese Worte nach und nach sprechen werden. Und du wirst Dinge sehen, dass man fast nicht glauben kann, bis man das mit eigenen Augen gesehen hätte, aber da der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns dies mitgeteilt hat, natürlich glauben wir ihm noch mehr, als wenn wir es mit unseren eigenen Augen gesehen hätten. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam berichtet uns von Menschen, die sich im Schatten Allahs befinden werden. Warum? Weil der einzige Grund, warum sie sich gemocht haben, der einzige Grund, warum sie zusammengekommen sind, die einzige Stütze ihrer Beziehung, war ihre gemeinsame Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Es war nicht die Tijara, es war nicht das Business, das sie mit ihr zusammengebracht hat, es war nicht die körperliche Liebe, es war nicht irgendwas außer die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Er mochte ihn, weil er ein gläubiger Muslim ist. Er mochte ihn, weil er ein aufrichtiger Gläubiger ist. Und diese Menschen, der Prophet sagt sallallahu alaihi wa sallam, dass sie sich ebenfalls im Schatten Allah subhanahu wa ta'ala befinden werden, an einem Tag, sagt Allah, an dem es keinen Schatten geben wird, außer meinem eigenen Schatten. Und gemeint ist der Schatten seines Thrones subhanahu wa ta'ala. Und dieser Hadith ist in Sahih Muslim überliefert worden. Und ebenso sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, wenn du jemanden, der bei dir Schulden hat, Aufschub gewährst oder ihm sogar seine Schulden erlässt, so wird dich Allah am Tag der Auferstehung in den Schatten seines Thrones eingehen lassen, an einem Tag, an dem es keinen Schatten geben wird, außer seinem. Und deswegen der Sahabi Abu Qatada radiallahu ta'ala anhu, er hatte jemandem Geld geliehen und war ihm hinterher, dass er seine Schulden begleicht. Und als er ihn eines Tages erwischt hat, weil er immer vor ihm geflohen ist, sagte zu ihm, hör mal zu, du schuldest mir. Da sagte er, ich kann aber nicht begleichen, ich bin Mu'asir, so nennt man das. Da sagte der Abu Qatada zu ihm, schwörst du bei Allah? Sagte ja. Da sagte er, ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam sagen hören, der es gerne hätte, dass er am Tag der Auferstehung von seinen Sorgen errettet wird durch Allah subhanahu wa ta'ala, der soll es einem Schuldner leicht machen oder ihm sogar seine Schulden erlassen. Der Hadith ist Sahih Muslim überliefert worden. Meine lieben Geschwister, es gibt so viele Details, über die der Prophet gesprochen hat, sallallahu alaihi wa sallam, auch dass wir das inshallah in anderen Predigten erwähnen werden, auf jeden Fall, was gesagt werden soll, ist klar. Wir bereiten uns auf diesen Tag vor. Denn es gibt keinen Tag, der es wert ist, sich auf ihn vorzubereiten, wie dieser Tag. Allah subhanahu wa ta'ala hat für das Paradies 8 Tore gemacht. 8 Möglichkeiten, irgendein Tor wirst du doch irgendwie durchschreiten eines Tages. 8 Tore, such dir ein Tor aus, oder 2 oder sogar 8, durch die du in das Paradies Allah subhanahu wa ta'ala einkommen möchtest. Nur Allah subhanahu wa ta'ala nicht möchte den Menschen machen, die sich wirklich auf diesen Tag vorbereiten, in Wort und Tat und auch in ihrer Überzeugung, denn Allah subhanahu wa ta'ala ist dazu imstande, und wir bitten ihn darum, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina.